Ja, servus Leute, hallo und herzlich willkommen zur dritten Runde unseres Turniers hier, CH Overlord und Fnatic Productions zusammen. Und ich hier heute mit Hoster Taube, Big Boon ist in Tschechien ja noch, nach wie vor. Wie er auch schon in den ersten beiden Runden nicht da war, ist er jetzt auch noch nicht da. Ist unverschämt Das eigentlich, gibt's aber ist so. eigentlich gar nicht. Also. Ja, jedenfalls schauen wir uns jetzt Spiel Nummer 3 an, eben aus dem OR. Wir wieder mit den Observer, Mode, Maps, live dabei. Medikus gegen BK-Mod Test. Und wenn ich dann auch mal irgendwann geladen habe, weil ich bin ja immer der Letzte, dann geht's hier auch dann tatsächlich los. Und dann schauen wir mal Medikus in seiner Paradefraktion beim Spielen zu. So, Medics haben wir ja schon, also erstmal guten Tag von mir aus, haben wir ja schon gesehen. Im letzten Spiel sozusagen nebenbei gesehen. Und da war er trotz Wehrmacht nicht gerade erfolgreich, also am Anfang, hat sich aber durchgesetzt. Und ja. Also im Grunde hat ihm da der Gegner einfach ein bisschen zu viel Luft gelassen und der hat sich da aber auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sehr gute Unit Preservation, also er hat im Prinzip keine Einheit verloren, glaube ich, oder höchstens mal ein Pionier und hat dann das Spiel dann im Endeffekt auch gewonnen. Und das Spiel leckt dank Hoster Taube. Zumindest bei mir. Ja, nimmst du auch auf, dann beende ich nämlich Ich meine nehme Aufnahme. auch auf, ja. Weil bei mir leckt es vorhin bei irgendwelchen 20 Frames, sodass ich dadurch, denke ich mal, meine Spielgeschwindigkeit etwas beschleunigen kann. Ja, Ja, ist mal wichtig zu sagen. also wir Ich weiß nicht, kämpfen woran. ja, nach wie vor ein bisschen mit der Technik an allen Fronten, aber bei Hoster Taube klemmt es ein bisschen und Jetzt vorhin hatten geht's wir auf auch einmal hoch, das ist ja Wahnsinn. 106 Frames per Second. Das ist 106, ja ach so, Wahnsinn. da sind wir schon 4D dann langsam. Nee, also eben hatten wir Ja. auch mit NAT zu kämpfen und ja, also nicht so ganz einwandfrei. Aber vielleicht auch hier nochmal der Ein Hinweis, Traum in das Flüssigkeit. sind nicht unsere, also nicht die Ressourcen von Medikus, sondern meine hypothetischen, die ich hier als Pseudo-Teamspieler hätte zu der Zeit. Genau. Und wir sehen jetzt Ja. ja im Prinzip sehr standardmäßig, soweit von Medikus. So viel kann man an dieser Stelle natürlich auch noch nicht machen. Hat einen Pionier hier unten, einer nach oben. Die mittleren Punkte hier, Cappen beim Rifle, kann man durchaus machen, gar kein Problem. Und da ist das MG im Haus, bin ich gespannt. Da geht er nicht rein, natürlich nicht. Das lässt er sich, Nee. das lässt er nicht mit sich machen. Ja, Hier also allerdings da muss ist er. man wissen, die Kirche hat nur zu dieser Seite ein einziges Fenster und das ist das, was ich hier gerade zeige. Das ganz linke, die anderen sind zu. Das heißt also, da kann man nicht lang. Aber er geht jetzt anscheinend die ganz große Prosecco Promotion Tour hier und läuft ganz außen rum. Er könnte auch hier oben lang laufen oder auf der Straße sogar. Da hat das MG noch keinen Range. Aber er geht hier auf Nummer sicher, wie es scheint. Ja, genau. So, dann geht er natürlich auch unten lang und kommt da mit seinen ersten beiden Rifles, die teilt er auch auf. Oh, Da da haben haben wir wir den einen ersten Draht. Feindschaft. Da hat er getratet, Aber aber vom ich muss sagen, Allerfeinsten. da hat Viermal. er schon sehr viel gedratet, da hat er schon so viel verdratet. Aber alles. Da hat er sogar hier noch die nicht vorhandenen Wege Ja. zugedratet. Ja, genau. Aber das war natürlich jetzt etwas nicht so erfolgreich. Denn Hat ihn jetzt wenig genützt, der Draht. hier an der Weil. Stelle hätte er, als er gesehen hat, dass der Medikus ankommt, hätte er sofort reinrennen können. Auch hier gilt, Pioniere beim Arbeiten, gleich was sie tun, bekommen mehr Schaden in dieser Zeit. Das heißt also, da hätte er ihn eventuell sogar killen können. Jetzt könnt ihr hier vielleicht reingehen. Oh, jetzt geht es darum, wer Nee, kommt das. zuerst in das Haus hier auf der Das rechten war, Seite. der stand eigentlich die ganze Zeit davor, ja. Deswegen habe ich mich jetzt gewundert. Jetzt Das bleibt er hier mag stehen, ihm hier den wunderbar in Sieg grünen kosten. Sektor. Oh, ne, weil ich weiß auch nicht, was er jetzt gerade hier macht. Es ist ein bisschen sehr wirr einfach, weil er ist Was dann nochmal das? davor gelaufen auch. Also, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich wirklich schon eine Entscheidung im frühen Spiel gewesen hier, dieser herbe Retreat. Er baut jetzt sein MG auf, Oh. aber so Mutterseelen allein. Und das Problem ist Schießt auch. Oh, er. es Ah, schießt da nicht hat er mehr genug. geflankt. Oh, und jetzt kann er es zurückziehen. Oh, jetzt kompletter Retreat in die Das ist bitter. Basis. Ich wollte eben schon monieren, dass er ja sein MG nicht mitgebracht hat. Das dürfte das MG tatsächlich gewesen sein, aber es war ein bisschen zu spät einfach dabei, ne? Also es kam etwas zu spät dann an die Front ran.
Man hat ja gesehen, mit Ja. welchem Effekt. Ja, man sieht auch, dass er sonst. Oh nee, das ist noch ein MG gewesen. Das andere ist immer noch in der Kirche. Okay. Ja. Aber er hat ja gar keine Map Control, wenn wir uns das anschauen. Er hat rechts hier anscheinend nichts gehabt. Er hat hier oben links nichts, wo Medikus auch capped. Er Das hat ist in ja der der Mitte eigentlich totale, nichts. das Also. ist der totale Fehl. Ich weiß nicht, das ist total zurückgedrängt. Und jetzt muss er wirklich was reißen, jetzt muss er durchkommen mit seinen Truppen. Oh, Jetzt sind das wir wird sogar vielleicht meilenweit. nochmal eng mit den Das MG. Hier wird gibt es eine Ecke ganz, rote ganz Deckung. knapp. Ganz, aber richtig knapp. Das Natürlich war auch wirklich knapp. problematisch. Der Volksgrenadier schon mit sehr wenig Leben, knapp über 50% noch. Ja, jetzt nicht Also, mehr. Also das ist. das ist jetzt eigentlich schon fast verloren, könnte man meinen. Also wenn er jetzt sich nicht gut anstellt und seine Truppen bündelt, wirklich entsprechend das MG dort einsetzt, wie, also so einsetzt, wie man es eigentlich sehen möchte. Das heißt, also Hier links wird er wahrscheinlich hätte. auch oben, links oben keinen Schnitt machen, da auch sein Pionier hier jede Menge Health Points verloren hat. Oh, er bleibt hier eisern stehen, vielleicht. Nein! On Ja. Critical! Und da fällt er Da um. dann. Da Ja. dann komplett. Ja. Also da Komplett doch vergessen. verheizt. Naja, gut, das ist aber der komplette Verheizer, den er sich erlaubt hat in den ganzen zwei Spielen, würde ich fast meinen. So, jetzt Das kommen kann die ich natürlich Autogewehre, nicht. Browning Automatic Rifle. Jetzt versucht er zu flanken, aber kriegt er da den Sniper? Nein, das MG. Ne, Das ich denke auch zieht nicht. jetzt auf den anderen Trupp. Das Ja. hat er gut gemacht, das hat er bemerkt und da lässt er sich auch nicht reinreden. Wobei das meine ich, dieses Retarget von dem MG, also dieser Zielwechsel, ist immer so ein bisschen eine Wundertüte. Also es gibt Stimmen, die behaupten, man kann es beeinflussen, aber ich glaube es eigentlich eher nicht. In dem Fall hat es ihm Jetzt hat er geholfen, jetzt aber ja. komplette Map-Kontrolle, nimmt ihm jetzt auch noch seinen wichtigsten Punkt ab. Das ist dieser Treibstoffpunkt an seiner Basis. Da fehlt auch der Draht an der Stelle, ist also nicht dieser obligatorische Draht gelegt, der dafür sorgt, dass der Gegner, wenn er einfach cappen will, in das Basis-MG reinrennt. Ja, also da läuft gerade gar nichts für PK-Mod-Test, wie es soll. Aber gar nichts. Nein. Das muss man einfach so festhalten. Da ist wirklich alles schief. Jetzt ist er an seiner Basis zurückgedrängt. Jetzt wird er sich wahrscheinlich gleich, wird er gleich aufgeben. Ich weiß es nicht. Oder er wird jetzt noch mal komplett rauskommen, was versuchen. Da sehen wir hier, dass der Rifleman wird jetzt ja auch gesnipert. Oh, Der ja. Pionier zieht sich zurück. Ja, der Oh, Sniper, der ob ist der da natürlich auch da. allein. Wenn da, ja, genau, du sagst es, also da muss dann natürlich irgendwie die Deckung her an der Stelle. Ja, und da steht das MG. Im Haus wieder, also er ist ein sehr großer Freund von Häusern in Kombination mit MGs. Das Ja, ist jetzt kann eigentlich er auch. natürlich, wenn das MG hier nicht schnell genug umplatziert, dann hat er das andere MG verloren. Ah, Ja, was ist da sieht das? man auch, warum es eigentlich nicht unbedingt eine tolle Idee ist, MGs in Häuser zu setzen. Hätte Ja, er jetzt das auf hat er der das Straße richtige stehen gehabt, wäre das nicht passiert. Auf jeden Fall nicht. Er hätte es ja auch einfach neben das Haus stellen können, So sieht ja. es nämlich aus, das ist allgemein Selbst eigentlich auch. da wäre das MG Also man besser sollte sich sehr, aufgehoben. sehr genau überlegen, ob man einen MG in ein Haus stellen möchte oder nicht. Und meistens ist die Antwort auf diese Frage dann in der Regel eher nein. Suppression jetzt Ja. an hier bei den Bartrupps, also er wird jetzt hier rot gepinnt. Festnagelfähigkeit, da muss er sich zurückziehen. Er hat wirklich nichts, er hat einfach gar nichts an der Map, man muss es so sagen. Es ist traurig, aber dass das Spiel sich schon wieder langsam dem Ende neigt. Jetzt bin ich gespannt, kommt noch mal ein Durchdrücker, ein letzter Versuch zu sagen. Jetzt tut sich natürlich hier Medikus Minen legen, die Zeit reiben. Ja, das macht er gerne, das ist er großer Fan von. Das heißt auch Infanteriedoktrin, denn nur dann können die Ja, wollte ich auch Rifles gerade an. Minen legen. Ist mir auch gerade so auffallen. Jetzt tut er den Retriden erstmal schön aufhielen. Also in Gucken der. wir mal, was er da an der Basis hat. Da alles frisch, alles neu. Drei Pioniere. Ja, find, wollte ich auch gerade ansprechen. Ich kann mich. Also, ich habe gar nicht mitbekommen, dass er noch einen dritten gebaut hat, was eigentlich auch nicht Ja, ich unbedingt auch wirklich nicht. sinnvoll ist. Gut, Ja er kann klar, da kann jetzt. er jetzt ganz mit einer rasenden Geschwindigkeit zieht er das Nachschublager hoch. Ja. Das ist schon beeindruckend. Gut, der hat natürlich wirklich alles, was er will hier. Also, das ist schon eigentlich, ja, es ist weniger als das Minimum, was BK-Mod-Test hier hast. Also das, was er eigentlich bräuchte. Von dem Teil, was er eigentlich bräuchte.
Oh, da kommt ja auch direkt ein Nachschublager-Upgrade. Interessant. Ich hätte jetzt erwartet, dass er das Fuel eher investiert, um möglichst schnell ein T4 zu bringen oder vielleicht auch ein T3, aber vielleicht Dem ist dann nicht so. sehr merkwürdig eigentlich. Vielleicht auch Da Granaten. Medikus ist ja. ist er dann wirklich in die Mine reingerannt in der Mitte. Wir sehen es hier. Das hat ihn wieder mal Oh. bestimmt einiges gekostet. Ah, festgenagelt auch. Aber jetzt capture er trotzdem den Siegpunkt damit. Also Vielleicht von sehen wir auch daher ein paar war es auch Granaten, weil die. Oh, der Sniper hier. Medikus hat es nicht gesehen. Aber cool. BK-Mod sieht es auch nicht wirklich, weil Ja. der rennt Nee. irgendwie rein. Warum wo läuft der denn rein? Oh Ah, Gott. da war er weg. Ich hab ihn gesehen. Oh oh. Hat er den jetzt getroffen oder hat er sich wieder getarnt? Ich glaube, der war weg. Also für Nee, ich mich. glaube nicht. Also ich habe zwar gehört, dass eine Einheit Nee, ausgefallen der ist, doch, du hast recht, aber das der ist der war er. Pionier. Oben links. Also das ist. Ich rechne fast so ein bisschen damit, dass er irgendwie auch was mit Granaten macht, weil Medikus ist ein sehr großer Freund von Granaten. Glaube ich. Naja, bietet sich ja an bei den Sonnen und dem Gs. Ja, also in solchen Fällen. Es wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit, hier doch mal einen DSC nachzuziehen, weil man sieht ja hier, er hat das T2 und er muss es auch haben an der Stelle, gar keine Frage. Hat er quasi gar keine anderen Möglichkeiten. Dann könnte man mit einem BSC, also mit Scharfschützen, gut arbeiten. Die Mini hier hat er mal nicht mitgenommen. Oder das könnte jetzt passieren, das wäre natürlich richtig bitter. Aber das MG Was baut ist denn sich hier auf, ist los? eigentlich schon wieder ausflankiert. Granate jetzt hier Wo ist vorne. denn das denn geht? Baut Aber sich irgendwie sehr eine merkt oder sehr, so. sehr komischer Schusswinkel, also Glück kann man da wirklich nur Ja, sagen. also das ist wirklich sehr in der Not sozusagen geboren worden, dieser. Und der Sniper! Was macht denn der Sniper? Der kappt rechts die Siegesmarke, jetzt verbrennt er! Was tust du denn, BK-Mortest? Was tust du? Wer Ah. kappt denn mit einem Sniper, der kein Leben mehr hat? Gegen Flammenwerfer-Pioniere. Ach Gott. Was war denn da los? Ich meine, das Da Spiel, brennt was er immer noch irgendwie. hier. Meine Güte, wie Naja. eine Fackel ist er angegangen. Oh Wahnsinn. Gott. Das war wirklich sehr, sehr, ja, unansehnlich, könnte man dazu einfach sagen. Aber immerhin hat er ja ein paar Gebiete. Man glaubt, es kam. Da kommt der Mörser, der hier des Capturing-Siegpunktes unterbindet. Und schauen wir mal, was hier aus der Basis kommt. Die frischen Rifleman-Squads übrigens alle ohne Veteranen-Level. Jetzt kommt tatsächlich das WSC, also das, was ich gesagt habe, sieht man beim Medikus eigentlich auch eher selten. Er ist ja auch dann eher so, ja, mehr in T1 Investiertyp oder dann auch eher T4 vielleicht. WSC ist Aber das selten hier überhaupt gesehen. nicht so. Also, Ja, der. oh, da mal ein Mercer hier drüben. Sehr interessant, also das bedeutet, er rechnet damit, dass der Gegner Veteranenstufen bringt. Und dass er das dann damit effektiv schon wieder ausgekontert hat, dass er eben Sniper spielt, beispielsweise. Und ja, damit hätte er sich den nächsten Vorteil sozusagen schon erarbeitet. Er denkt voraus. Ganz genau, er denkt an der Stelle einfach voraus, ja. Man sieht allerdings auch, dass er jetzt ein bisschen Map Control abgegeben hat. Ich weiß nicht, inwieweit das nur decapped ist oder tatsächlich im BK-Mod händen. Jetzt geht er auch mal wieder auf den 10er Fuel vom BK-Mod. Ja, das habe ich auch gerade gesehen, dass er jetzt hier wieder das Ruder rumreißen will und die wichtigsten Ressourcen vor allen Dingen für sich wieder gewinnen will. Also das sind ja zwei Zehnerpunkte, Mine die hier jetzt wirklich auch in der Mitte. Das ist so einer von groß den sind. Minenspots. Allerdings nur gegen Fahrzeuge, das muss man dazu sagen. Mörser selten gesehen. Sehr selten. Wird wirklich selten gespielt. Ist eigentlich auch so also eine von den Einheiten, die, ja, wie sagt man so schön. Ah, jetzt kommen zwei Nähte, Double Nähte. Das war für Oh! beide relativ verlustreich. Ah, das dürfte aber noch hinhauen an der Stelle. MG fehlt an der Stelle wieder. Da fehlt einfach ein MG. Irgendwie jetzt so ungefähr da, wo der Mörser steht, da müsste noch ein MG sein. Der Mörser selbst müsste sich auch bewegen. Der Volks muss weg. Oh nein! Da hat er wieder eine Einheit verloren. Weil er sich nicht zurückzieht, mein Gott. Und ich weiß nicht warum. Er hampelt da mit Aber einem hier. Mann rum gegen zwei, drei Flammenwerfer und ein Bar-Rifle und, ja. Man muss sich auch mal vorstellen, was hier gerade passiert. Er verliert vielleicht gegen, das ist vielleicht die Hälfte vom Medikus seiner Armee, wenn es hochkommt. Und die kämpft quasi gegen die gesamte vom BK-Mod und verliert dabei. Also BK-Mod verliert dabei noch, also. Jetzt hat er einen ersten Veteranen-Level bekommen, Ja, und da kann der indem er das Mörser, der den Mörser. Rest platt gemacht hat. Und jetzt holt er sich dem Mörser vorbeigehen. Jetzt muss er retreaten. Ja. Einige Mörserschuss waren nicht unten.
Also man sieht hier, Medicus hat sich jetzt hier auch ein bisschen Sandsäcke gebaut bei dem 10er Fuel, den möchte er wohl nicht mehr hergeben. Also BK hat überhaupt keine Map Control eigentlich. Also das, was man eigentlich bräuchte, diese Sicherheit, das Halten von der Mitte, das hat er überhaupt nicht, nicht ansatzweise. Er wird immer wieder von der Map gedrängt. Er kommt nach vorne, wird von der Map gedrängt. Jedes Mal. Und das ist ein Spiel, was er auf Dauer verliert. Und dadurch, dass er auch keine Ressourcen kriegt, da rechnet also hier der Medikus auch felsenfest damit, dass hier keinerlei Panzer oder Fahrzeuge auf dem Schlachtfeld erscheinen. Und das natürlich auch zu Recht. Das ist jetzt mal eine Aktion, die eventuell mal. Also, die ist nicht Gut ganz gehen gut, aber könnte, sie. also Nein, müsste da kommt eine Nade. eigentlich. Da kommt eine Granate, weil er das MG zu weit vorne aufgebaut hat. Ich Ja, weiß das nicht. hätte man. Das hat. Ich weiß nicht, Jetzt warum er das MG so ist weit das vorne wieder. hingestellt hat. Jetzt mit dem Veteranenlevel hat er noch den zweiten dazu bekommen. Das war wieder voll ein Es Schuss in den ist. Ofen. Es war ein Ansatz, ein Schritt in die richtige Richtung, aber warum. Er wusste ja, dass der Gegner Granaten hat. Warum baut er das MG dann in Wurfweite auf? Warum nicht ein Stückchen weiter hinter? Das hätte so ein richtig schöner, perfekter Aufbau sein können und wieder. Wieder hat es nicht geklappt. Also man sieht hier den Skillunterschied doch, denke ich, recht deutlich in diesem Spiel. Ja. Der Mörser muss jetzt wieder aufpassen. Der Mörser muss jetzt retreaten, zwangsläufig. Und was Macht macht er. er? Oh Gott, ich habe schon gedacht, er bleibt stehen. So, jetzt Da baut kommt das das MG MG. rechtzeitig auf. Jetzt baut das Flammenwerfer, MG. Veteran, Stufe 1. Aua. So, lol, genau. So, Keine jetzt Ahnung. könnt mal was Erfolgreiches hier. Okay, die Pack. Ach so, deshalb. Ja, ich weiß auch nicht, warum er diese Pack jetzt da hingestellt hat, weil. Ja, das ist Oh, eine und da kommt Frage. Artillerie, da kommt Artillerie Artillerie. und er reagiert nicht. Ja. Er reagiert da gar nicht. Jetzt reagiert er aber eigentlich spät. Und hat er wieder mal ganz schönes Glück gehabt. GG. Ja, das ist Steigt er aus. auch, das ist es eigentlich schon länger, weil, ja, man muss es einfach so Also, sagen, das dass. war es eigentlich schon am Anfang. Schon der erste, ich sag mal, es ging. Also beim Ja. letzten Spiel haben wir ja gesehen, am Anfang ging es in die richtige Richtung von den Amerikanern. Also von Medicus, sein Gegner in dem Fall, ja. Aber Medicus konnte ihn dann zurückdrängen, weil der Amerikaner nicht aus seiner Lage genug Profit geschlagen hat. Aber hier ging es von Anfang an eigentlich gegen den Wehrmachtsspieler, hat von Anfang an die Map Control nicht gehabt und sie auch später nicht gehabt. Also er konnte sie nie zurückerlangen und das war hier Ja, der entscheidende Unterschied gegenüber dem vorherigen Spiel. muss man halt sagen, das geht an der Stelle nicht. So kann man als Wehrmachtler halt nicht spielen. Man muss sich so einen gewissen Bereich von der Map einfach sichern und den nach Möglichkeit halten. Das hat hier nicht stattgefunden und dann ist es einfach so, dass man an dieser Stelle das Spiel aus der Hand gibt und es nie wieder in die Hand bekommen wird. Genau das haben wir hier auch gesehen. Es ist Jetzt schauen wir uns einfach. das doch mal an. Von der Punktzahl her ist der Unterschied gar nicht mal so groß. Die Verluste sind sogar auch auf gleichem Niveau. Das wundert mich jetzt ein bisschen. BK-Mod Test hat sogar mehr Einheiten getötet. Wer hat mehr Einheiten? Ja gut, das ist aber nicht unbedingt ungewöhnlich. Das ist auch ein bisschen an der Stelle bezüglich der Aussagekraft der Statistik. Die ist nicht allzu hoch. Muss man einfach an der Stelle mit dazu sagen, weil wenn man jetzt rein die Statistik sich anguckt, dann sagt man, der hat ja gar nicht so schlecht gespielt. Der hat ja saumäßig viele Einheiten vom Ja. Gegner getötet, aber man muss sich nur War anschauen. ja nicht so. Ja, nee, ja schon. Also er hat das schon getan, aber mit welchem Effekt? Das ist das Entscheidende. Nämlich im Endeffekt gar keinem, wenn man so möchte. Also Ja, er hat wenn man das so nichts. sieht, ja. Das ist, ja. Kein Profit rausschlagen aus dieser Sache. Das ist Ja, das Richtige. bei dem Infanteriepunktzahlen sieht man es dann ja doch deutlich, wo der Unterschied lag. So. Ich denke, damit ist das Wesentliche auch gesagt. Bezüglich unserer nächsten Veranstaltung, wann geht's denn weiter? Zur halben Stunde wieder, ne? Das heißt, wir waren jetzt wahrscheinlich sehr früh fertig hier. Ich habe Wir waren relativ zeitartig. noch Wir keine sind ja Meldung, dass vielleicht. die anderen Spiele fertig sind, also werden wir jetzt wahrscheinlich ja, so ein halbes Stündchen gegebenenfalls warten müssen. Ja, das ist durchaus möglich, aber so richtig glückliches Händchen hatten wir nicht. Also das eine Spiel ging 37 Minuten. Das war nicht schlecht anzusehen. Das fand ich bisher das Beste. Die anderen beiden Spiele konnte man an sich relativ vergessen.
muss man leider so sagen. Naja, in jedem Fall beende ich jetzt schon mal die Fraps-Aufnahme. Das heißt für die YouTube-Leute, bis zum nächsten Spiel.